Insights. Insight. Aha-Momente für mehr Leichtigkeit im Leben, Business und Beruf. Von und mit Silvia Kietil und Shelia Stevens. In diesem Podcast stehen persönliche Erkenntnisse im Vordergrund unter dem Motto There's nothing to do, there's something to see. Du entdeckst die drei Prinzipien hinter dem Leben und lernst, wie mehr Gelassenheit, innere Ruhe und entspannter Erfolg auch für dich möglich sind. Genieße die folgenden Minuten. Ein herzliches Hallo zusammen und willkommen bei Insights Inside, der Podcast für mehr Leichtigkeit im Leben, im Business und im Beruf. Und wir befinden uns heute in der allerersten Episode, beziehungsweise wir nennen das die Null-Episode, auch wenn es hoffentlich keine Null ist. Wir machen das Kick-Off gemeinsam heute. Und ich bin die Shelia Stevens, die Silvia Kittil wird sich gleich vorstellen. In den letzten über 10 Jahren, wo ich als Coach auf dem Markt bin und mit Menschen zusammenarbeite, mit Hunderten in One-to-One-Coachings und Tausenden in Online-Formaten wie Webinaren, habe ich eine Sache gesehen, die alle gemeinsam haben und die Silvia auch in ihrer Coaching-Praxis, nämlich, dass alle auf der Suche sind nach mehr Leichtigkeit, nach mehr Gelassenheit, nach mehr innere Ruhe. Und stattdessen, was sie haben, ist ein Gefühl von Druck ganz häufig, von Schwere in ihrem Leben. Und das Verrückte ist, auch wenn es ihnen eigentlich scheinbar im Außen gut geht, wenn sie einen schönen Beruf haben, ein schönes Haus, eine schöne Familie, Gesundheit, und trotzdem fühlen sie diese Schwere und dieser Druck. Und was den meisten Menschen fehlt, wenn sie mit uns sprechen, ist, sie sagen, das hätte ich gern in meinem Business, das hätte ich gern in meinem Leben, aber ich weiß nicht, wie das geht. Ich kenne den Schlüssel nicht, ich habe alles Mögliche ausprobiert, auch in Selbstfürsorge, und ich weiß nicht was, aber ich habe das Gefühl, ich finde es nicht, diese Leichtigkeit. Und darüber wollen wir in dieser Episode sprechen, nämlich unser persönlicher Weg in die Leichtigkeit. Und Silvia, ich würde ganz gerne mit dir und deiner Geschichte anfangen, welchen Weg du gemacht hast auf der Suche nach Leichtigkeit. Mhm. Danke, Shelia, für diese Einführung. Und ich spüre das so, wenn du sagst, wir suchen alle nach Leichtigkeit, und was wir aber alle finden, meistens ist Schwere und Druck und Stress. Und mein Weg war ganz genauso. Und ich habe über Jahre habe ich zwei Wege bestritten. Auf der einen Seite diesen, wie ich ihn heute nennen würde, einen sehr starken Verstandsmensch in dieser Gesellschaft. Das heißt, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe gute Jobs gehabt, ich habe eine Familie gegründet, ich bin in der ganzen Welt herumgereist, ich habe große Teams geleitet. Also ich habe so das, was man eine gute Karriere wahrscheinlich nennen würde, gemacht. Mit Familie dann aufgebaut, wir haben ein Haus gebaut. Also es war irgendwie alles da. Und trotzdem hat sich's für mich so schwer angefühlt. Und es war so anstrengend. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe so eine wahnsinnig schwere Last, trage ich auf dem Rücken. Also die Last der ganzen Welt ist irgendwie auf mir, auf meinem Rücken gewesen. Und natürlich dachte ich mir, naja, vielleicht hängt das an meiner Beziehung oder vielleicht hängt das an dem Job oder vielleicht hängt das an meiner Wohnsituation. Und das war genau das, was ich dann auch immer verändert habe. Ich habe mich von meinem Mann damals getrennt. Ich bin alleine mit meinem Sohn in eine Wohnung gezogen. Ich habe ständig Jobs verändert. Ich habe die Art der Jobs verändert. Also ich bin in Finance gewesen, ich war im Personalwesen, ich war im Organisationswesen, ich war Projektleiterin. Also ich habe ganz, ganz viel gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, das, was ich gerade habe, ist es offensichtlich nicht, weil es sich noch immer so schwer anfühlt. Und tief drinnen habe ich zwar immer gefühlt, ja, da muss noch was anderes sein. Und parallel zu meinem Business-Ablauf
ist immer die Schiene abgelaufen, dass ich mich mit Psychologie beschäftigt habe, mit Selbstmanagement, weil ich immer dachte, ja, irgendwo muss doch das stehen, wie es funktioniert, wie das leichter geht. Und so kam ich dann natürlich auch zum Coaching-Ausbildung, die ich im Jahr 2006 gemacht habe. Ich habe den Master dort gemacht und mir dachte, ja, also wenn ich das jetzt lerne, das Coaching, und wenn ich lerne, wie das geht, ja, dann weiß ich natürlich auch, wie es funktioniert. Und im Jahr 2014 habe ich mich dann selbstständig gemacht als Coach, weil ich gemerkt habe, okay, also das ist das, was ich wirklich machen möchte. Ich möchte in diese Richtung schauen. Das ist das, was mich wirklich interessiert. Wie funktioniert denn Leben? Wie funktioniert denn auch Veränderung? Und habe mich selbstständig gemacht und plötzlich bin ich dann da gestanden als selbstständiger Coach und habe mir gedacht, okay, aber eigentlich weiß ich es doch nicht. Und was ich dann gemacht habe, ich habe mich dann auf das, was ich einfach gelernt habe und gekonnt habe, auf Business-Strategien und Planungen konzentriert und Fokus dort drauf gelegt und gedacht, okay, also das weiß ich, wie das geht. Das kann ich, also mache ich doch mal das. Ja. Immer tief drinnen wissend, da ist noch was anderes, da ist noch mehr, da stimmt so nicht. Aber ich konnte es, ich habe es nicht erkannt, ich habe nicht, ich konnte den Finger nicht drauf drücken. Bis letztendlich, liebe Shelia, und da warst du der auslösende Moment, mir ein Buch in die empfohlen hast von Michael Neal, der Inside Out Revolution. Und das war dann der Beginn, wo ich gesagt habe, okay, das ist es. Also da fühle ich etwas. Ich konnte auch nicht den Finger drauflegen. Ich wusste es auch nicht wirklich. Aber mein Gefühl war, das ist irgendwie der Schlüssel. Da bin ich jetzt irgendwie am Ziel angelangt. Ja. Herr Shelia, wie war dein Weg, bis du dort gelandet bist, wo möglicherweise die Lösung drinnen steckt? Ja, also wenn ich zurückdenke, Silvia, ich habe eigentlich auf mein ganzes Leben zurückgeblickt. Jetzt bin ich, während wir heute sprechen, 45 Jahre alt gerade geworden. Und meine Kindheit, obwohl das sehr für die meisten sehr ein schwieriges Kindheitsbild, man das so betrachten würde, war ich relativ leicht und unbekümmert, bis ich an die Uni ging und dort habe ich auch zwar viel geleistet und habe gute Noten geschrieben, aber ich war überwiegend in der Leichtigkeit bis durch auch diese College-Zeit. Und meine Schwere, mein Druck, mein vor allem Leistungsdruck mir selbst gegenüber aufgebaut, begann, als ich in das Berufsleben einstieg. Und ich habe fast 15 Jahre in der Werbung gearbeitet, in Agenturen in ganz Deutschland. Und ich habe mich in dieser Zeit sehr, sehr unter Druck gefühlt. Also unter Druck, gute Ideen zu haben, viele Stunden zu arbeiten, viel zu leisten. Mein Leben bestand in diesen fast 15 Jahren aus fast ausschließlich Arbeit und Fokussierung auf Karriere ohne Privatleben. Und in dieser Zeit habe ich ein Burnout erlitten. Ich habe eine Depression erlebt, auch nach dem Tod von meiner Mutter, die sehr unerwartet starb, nach dem Tod meines Bruders. Und irgendwo so dieser Druck von der vielen Arbeit und dieser Schicksalsschläge haben mich zu einem Punkt geführt, wo ich begonnen habe aufzuwachen. Gerade bei dem Tod meines Bruders in 2007 habe ich gedacht, der war 28 Jahre alt, er kam ums Leben in Afghanistan als Soldat bei einer Explosion. Und ich weiß noch, auf seine Beerdigung, neben meine Trauergefühle habe ich gedacht, das kann nicht mein Leben sein. Und ich habe mich wie verpflichtet gefühlt, ihm gegenüber glücklicher zu leben. Das, was er nicht mehr kann, nämlich hier auf der Erde sein, das in vollen Zügen irgendwie zu übernehmen. Für ihn und für mich. Das klingt vielleicht verrückt, aber so habe ich mich damals gefühlt. Mhm. Und ich stieg dann aus der Agenturwelt hinaus, weil ich dachte, wie du auch, Silvia, das ist im Außen, das ist dieser Karriereweg, den ich gewählt habe, der macht mich unglücklich und da muss ich weg, damit ich glücklich sein kann. Und ich habe mich in 2008 angeschrieben in Wien für eine
Coaching-Master-Studiengang ebenfalls. Wir kannten uns zwar damals nicht, aber witzig, wir haben den gleichen, einen sehr ähnlichen Weg gewählt in der gleichen Stadt. Ja? Wir waren schon verbunden damals. Und so wie du, Sylvia, habe ich mich begonnen, mit allen möglichen Methoden und Instrumente der Selbstentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, von NLP über systemisches Coaching und lösungsorientierte Beratung und provokatives Coaching, also was es nicht alles gab. Und ich habe mich dann auf dem Weg in die Selbstständigkeit gemacht als Business- und Marketing-Coach. Ich bin erst viel später dazu gekommen, Privatmenschen auch zu coachen, also erst in den letzten 2 Jahren. Und was ich getan habe, Sylvia, ich habe mir einen kompletten Unternehmer-Hamsterrad aufgebaut, unbewusst. Mein Business hat sich stressig angefühlt, hat sich schwer angefühlt. Ich war immer in Leistungsmodus und ständig einfach unter Strom im Innen. Und ich habe mich wahnsinnig blöd gefühlt und kaputt, weil ich dachte mir, das kann nicht sein. Ich habe all diese Instrumente der Selbstführung und Kommunikation mit mir selber. Ich müsste es doch schaffen können, in die Leichtigkeit zu kommen. Ich müsste es doch schaffen, mehr Gelassenheit zu erlangen. Und erst als ich die 3 Principles entdeckt habe, worum es hier auch in dem ganzen Podcast gehen wird, mehr oder weniger, und wir erklären auch gleich, worum es geht, hat sich eine komplett neue Sichtweise für mich über das Leben aufgemacht, über uns Menschen und wie wir gestrickt sind, wie wir funktionieren. Und das war vor etwa 5 Jahren. Und in den letzten 3 Jahren, ich kann an einer Hand zählen, wie oft ich mich gestresst gefühlt habe, vielleicht genau 2 Mal in den letzten 3 Jahren. Und das ist ein sehr lebensveränderndes Verständnis von der Welt, das wir mit euch teilen wollen. Und das ist der Grund, warum wir diesen Podcast ins Leben rufen. Und ich werde Sylvia übergeben, da zu beginnen, die 3 Principles zu erklären. Die 4 Principles. Die 4 Principles sind auch ein Konzept, wie viele, viele andere Konzepte auch auf dieser Welt natürlich. Und erfunden, unter Anführungszeichen, oder gesehen wurden die 4 Principles von einem Mann namens Sydney Banks, der in den 70er Jahren ein Erleuchtungserlebnis hatte und er dann wirklich gesehen hat, wie wir Menschen funktionieren, und zwar eigentlich sehr einfach. Die 4 Principles deuten auf 3 Prinzipien hin, und zwar auf Thought, das heißt Gedanken, auf Mind, wird übersetzt mit Geist, Lebensenergie, und die dritte Prinzip ist Consciousness, Bewusstsein, Wahrnehmung. Und wenn wir das einmal runterbrechen, was uns die ganze Zeit, mit was wir die ganze Zeit zu tun haben, dann sind es genau diese 3 Dinge. Auf der einen Seite unsere Gedanken, was denken wir die ganze Zeit, wobei hier da drauf auch hängen unsere Gefühle, unsere Körperwahrnehmungen. Habe ich einen Gedanken, der mich sehr ängstigt, dann spüre ich das gleich im ganzen Körper. Ich krieg Bauchkribbeln, ich krieg schweißige Hände, ich fühle mich unangenehm. Das zweite Prinzip ist Mind, die Lebensenergie, der Geist oder auch Seele, wie auch immer wir das nennen. Das heißt, das, was hinter allem steckt, also das Leben dahinter, wenn wir das Leben, das in jedem Tier drinnen ist, in jedem Pflanze drinnen ist, aber natürlich auch in uns. Das ist das, was uns atmet, was genau weiß, wie wir jetzt verdauen müssen, wie das überhaupt es möglich macht, dass ein kleiner Mensch auf die Welt kommt, dass ein Baby auf die Welt kommt, das genau weiß, wie ein Baby jetzt ausgestattet werden muss, damit es lebensfähig ist auf dieser Welt. Dass einem Baby, das jetzt noch gar nichts versteht, aber zeigt, hey, jetzt schon langsam ist die Zeit aufzustehen und ein paar Schritte zu machen. Das ist da dahinter. Da ist noch nicht der Verstand so stark da. Und trotzdem lernt ein Baby zu gehen und trotzdem lernt ein Baby zu sprechen. Und das ist diese Lebensenergie, diese Lebensweisheit, diese, auf Englisch Mind,
das hinter allem steckt. Und das dritte Prinzip ist Consciousness, Bewusstsein, einfach die Fähigkeit, dass wir das Leben, das rundherum um uns ist, wahrnehmen können. Dass wir das Bewusstsein haben, zu hören, zu sehen, zu fühlen, zu denken, uns mit anderen zu kommunizieren, dass wir einfach das Leben, das um uns herum ist, sehen können, wahrnehmen können, das Bewusstsein. Und jetzt ist es natürlich auch nur eine Theorie und ein Konzept, aber dieses Konzept, wenn man es dann so ganz leicht runterbricht und auf diese drei Punkte, dann wird klar, dass es einfach nur diese drei Punkte auch gibt. Es gibt unsere Wahrnehmung, es gibt unsere Gedanken und es gibt das Leben dahinter. Und in unseren Podcasts, in unseren Folgen sprechen wir jetzt nicht immer von den Four Principles oder sagen, ah, das ist jetzt Thought, das ist Consciousness oder das ist Mind. Aber du wirst feststellen, wenn du das hörst, dass es immer in diese Richtung geht. Also es geht immer, entweder sprechen wir sehr stark über den Verstand oder die Gedanken oder wir sprechen über unsere innere Weisheit, Intuition, Lebensenergie, die Verbundenheit mit allem oder wir sprechen natürlich über die Wahrnehmung. Auf was legen wir den Fokus? Wo ist unsere Wahrnehmung jetzt gerade hin gebündelt und wie offen ist denn unser Bewusstsein? Wie viel bekommen wir denn von der Welt da draußen mit? Ja, ich glaube einmal so der erste Eintauchen in den Three Principles. Es gibt nicht sehr viel Literatur auf dem deutschsprachigen Markt. Deswegen auch unsere Idee, das in einem Podcast da hinauszubringen und auch dir zur Verfügung zu stellen, weil sich das Leben, je mehr dieses Verständnis tiefer geht und je mehr Verständnis wir dafür haben, sich das Leben einfach verändert, oder Shelia? Absolut. Und abschließend möchte ich nur zwei Anmerkungen machen dazu, Silvia. Das, danke für diese wunderbare Erklärung. Bitte. Und zwar, Silvia hat es schon gesagt, also eigentlich gibt es ganz große Lehren auf der Welt. Es gibt Buddhismus, es gibt spirituelle Lehre, beispielsweise wie Eckhart Tolle, der über The Power of Now spricht, die Byron Katie. Es gibt Religionen, The Tao und Rumi. Also stell dir vor, dass all diese Personen, Philosophien, Konzepte, was auch immer, dass sie alle in die gleiche Richtung deuten, nämlich unser Menschsein und die Tatsache, dass wir mehr sind als nur Mensch. Und wenn du dir vorstellst, du gehst in einen Teeladen und es gibt total viele Teesorten, wäre die drei Prinzipien einfach eine Teesorte. Und für mich und für Silvia war das ein Tee, der uns besonders gut geschmeckt hat, wo wir besonders viel hören konnten, wo wir besonders viel erkennen konnten. Und das wünschen wir auch für euch oder für dich, wenn du zuhörst, dass du durch das Hören von dem, was wir gesehen haben, was andere gesehen haben, die wir einladen zu diesem Podcast, dass du in deinem Inneren damit in Resonanz gehen kannst und dass du Wahrheiten entdeckst für dich und dein Leben, dass du Erkenntnis erlangst. Es geht ganz, ganz viel um persönliche Erkenntnis in diesem Podcast. Und es ist sehr unwichtig, was wir sagen. Entscheidend ist, was du hörst, was du siehst. Also wir wünschen dir ganz, ganz viel Erkenntnis auf dem Weg. Silvia, möchtest du diese erste Episode abschließen? Ja, sehr gerne. Ich würde gerne noch hinein, was es denn für eine Veränderung in unserem Leben gegeben hat. Und ich glaube, eine ganz große Veränderung, habe ich gesagt, das ist alles so schwer. Und wie zeigt sich denn die Leichtigkeit? Ich hatte jetzt gerade ein Gespräch mit jemandem und da ist es mir noch einmal so wahnsinnig bewusst geworden. Diese Dame steckt gerade in einem Burnout, ist wahnsinnig unter Druck, wahnsinnig unter Stress, obwohl sie eigentlich alles hat, ja. Was sie jetzt so natürlich nicht sieht, die sagt, also das fehlt noch und das funktioniert noch und dort möchte ich noch. Und ich habe dann gesagt, ja, also wenn in der Zusammenarbeit, das Schöne ist, du kannst diese Zügel loslassen.
Du musst nicht dein ganzes Leben kontrollieren. Du musst nicht alles wissen, was passiert. Du musst nicht alles so festhalten. Oder du kannst diese Zügel, das Schöne ist, du kannst sie wirklich loslassen. Du kannst sie dem Leben übergeben. Und ihre Antwort war dann, ja, aber sie kann das nicht. Und ich glaube, genau das habe ich, wie sie das gesagt hat, habe ich mich konnte das so nachvollziehen, weil ich vor 3, 5 Jahren hatte ich auch gesagt, also ich kann keine Zügel loslassen, ich muss das alles kontrollieren, weil wenn ich das nicht tue, wer soll denn das? Und heute ist es schön, ich kann diese Zügel loslassen. Ich weiß, dass ich getragen werde vom Leben. Ich weiß, dass es da noch mehr gibt als nur ich, die jetzt versucht, alles richtig zu machen. Und damit wird es dann leichter. Und das hat sich bei mir komplett verändert. Und da ist weniger Druck und Stress da. Chile, möchtest du noch kurz schildern, was es für dich so viel leichter gemacht hat? Ja, sehr gerne. Wir hatten diese Struktur besprochen gestern, bevor wir angefangen haben. Ich habe das fast vergessen. Überhaupt kein Problem. Ja, ja, genau. Wir sind doch auch nur Menschen, oder? Ja, absolut. Und ja, genau. Und zwar, für mich kann ich nur berichten, es ist eine unglaubliche Ruhe in mein Leben eingetreten. Mhm. Immer wenn ich mit einem bestimmten Freund spreche, der fragt mich immer, ja, Shelly, wie geht's dir? Und er kann nicht mehr hören, weil ich sage, total easy, alles entspannt, ruhig fühle ich mich. So, also diese Ruhe, dieser Entspanntsein, das fühle ich täglich auf der ganzen Linie. Mhm. Es kann mich nur sehr, sehr wenig aus der Ruhe bringen und wenn nur für kurze Zeit, ist so ein Grundwohlbefinden, wie ich in meinem Leben noch nie gespürt habe. Und ich denke, genau das werdet ihr hören in diesem Podcast auf dem Weg. Ja, wir haben diesen Podcast Insight getauft, einfach deshalb, weil es um die Erkenntnisse geht, die in dir drinnen erscheinen, also weniger um unsere. Unsere sind immer nur ein Fingerdeut, es zeigt immer nur in eine Richtung, aber wichtig ist, was du in dir erkennst. Und es geht ein, das Motto ist, es gibt weniger zu tun, es gibt mehr zu sehen. Und deshalb, du wirst in diesem Podcast, ich glaube, ich kann es sagen, Shelly, auch wenn wir noch nicht alle aufgenommen haben, sagen, du wirst keinen einzigen Trick da drinnen hören, du wirst keine Tipps von uns hören, du wirst keine irgendeine Anleitung von uns bekommen, weil erstens gibt es, glaube ich, draußen schon ganz, ganz viele und zweitens, es geht darum, dass du mehr siehst, mehr erkennst, wie wir denn als Menschen funktionieren, wie denn diese drei Prinzipien in uns wirken und zwar immer und immer und immer und immer wieder. Es ist mehr zu sehen, mehr zu verstehen. Und dort deuten wir hin. Insofern ist dieser Podcast, du brauchst kein Blatt Papier daneben haben zum Mitschreiben. Lass es einfach in dich hinein sacken. Hör einfach nur zu. Manchmal ist vielleicht kommt ein Widerstand in dir hoch und sagst, nee, also bei mir geht das so sicher nicht. Lass es einfach vorbeiziehen. Das ist auch gut so und das ist okay so. Und du wirst sehen, mehr und mehr wird sich die Welt öffnen. Und unser Ziel ist natürlich, dass sich auch die Leichtigkeit mehr und mehr in deinem Leben zeigt. Absolut. Also machen wir uns alle auf den Weg zu mehr Leichtigkeit im Leben, im Business, im Beruf. Und wir freuen uns sehr drauf. Bis zu den nächsten Episoden. Bis zur nächsten Episode. Alles Liebe. Tschüss.